Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Nacht ist ein Fluss, mein Bett ist ein Kahn. Vom alten Jahr stoße ich ab. Mit diesem Bild beschreibt der Dichter Josef Guggenmos die Nacht zum neuen Jahr. Am neuen lege ich an, morgen springe ich an Land. Dies Land, was ist's für ein Ort? Es ist keiner, der's weiß. Keiner war vor mir dort. Immer schon ist ein neues Jahr unbekanntes Terrain gewesen. Aber das Jahr 2022 liegt vor uns mit, so scheint es, noch mehr weißen Flecken auf seiner Landkarte. Wir wissen nicht, wird es eine Welle oder eine Wand sein, auf die wir zugehen? Werden die Gräben und Risse auf unseren Wegen mehr? Wo werden sie verlaufen? Unsere Sicherheit, die Wege, die wir abstecken, zumeist auch gehen zu können, ist zum Jahreswechsel 2 der Pandemie tief erschüttert. Und das Selbstbewusstsein, dass wir unsere Pläne schon irgendwie umsetzen können, nicht weniger. Die Unwägbarkeiten und Ängste werden größer, die Situation droht für immer mehr Menschen zur praktischen und auch zur seelischen Überforderung zu werden. Von einem emotionalen Schnellkochtopf hat jemand so anschaulich gesprochen. Für uns als Einzelne und auch als Gesellschaft. Von Menschen, die vor Neuland stehen, vor unbekannten Wegen und dabei auch in vielerlei Ängsten sind, hören wir in dem alttestamentlichen Buch Josua. 40 Jahre ist das Volk Israel auf Wüstenwanderung gewesen. Aus Ägypten sind sie herausgeführt worden von Mose, auch die Jahre in der Wüste hat er sie mit Gottes Hilfe geleitet. Aber nun ist er tot. Und das Volk Israel steht an der Grenze des Landes, das Gott ihnen geben will, am Grenzfluss Jordan. Ein neuer Anführer soll das Volk über diese Grenze in das unbekannte Terrain des verheißenen Landes führen. Josua. Das Volk Israel wird unsicher, vielleicht auch verängstigt gewesen sein in diesem Moment. Nach jahrzehntelanger sicherer Leitung durch Mose auf einmal ein Wechsel an der Spitze. Wie wird Josua diese Aufgabe ausfüllen? Zumal in einer so herausfordernden Situation. Nicht, wo der Weg gerade und absehbar ist, sondern wo es ins Ungewisse geht. Aber nicht nur die, die auf Leitung warten, mögen unsicher sein. Ängstlich auch die, die Verantwortung übernehmen und leiten. Nicht immer, aber ab und an sicherlich. Josua, davon wird erzählt, ist verunsichert gewesen und ängstlich. Welch eine große Aufgabe. Die Israeliten, die zudem recht oft über den Weg, den sie gehen sollten, und die Lasten, die die lange Wüstenwanderung ihnen auferlegte, murrten, beisammen zu halten, in allem gute und verantwortliche Entscheidungen zu fällen, den Weg zu finden, den sie gemeinsam sicher und wohlbehalten gehen können. Was brauchen nun Menschen, wenn sie vor so vielen noch unbekannten Wegen stehen? Was brauchen wir, wenn es in scheinbar ganz und gar unbekanntes Terrain geht, wir ängstlich und verunsichert sind? Josua bekommt in der Situation der Angst und Verunsicherung die feste Zusage, dass er nicht allein gehen muss, dass Gott bei ihm ist. Nicht einmal, dreimal sagt Gott ihm zu, ich bin bei dir und deshalb kannst du mutig und stark sein. Der Gott, der sich Mose im Dornbusch gezeigt hat, als der, der da ist, zeigt sich auch Josua als der, ich bin da. Sei getrost und unverzagt, so hört Josua. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Neuland im Leben zu betreten, mit großen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten konfrontiert zu sein, zu bestehen ist das eigentlich nur, wenn ich weiß, dass ich jemanden an meiner Seite habe. Gott und genauso die Menschen, in denen Gottes Zusage mitten im Leben erkennbar wird. Die verlässlich bei dem Jugendlichen bleiben, der in aller Angst und Unsicherheit depressiv wird. Die mit der Frau nach neuen Möglichkeiten suchen, die ihre berufliche Existenz verloren hat. Die mit dem jungen Mann nach neuen Perspektiven fragen, der im Studium auf Distanz an der Einsamkeit zerbricht.
die das Gespräch nicht abreißen lassen, alles daran setzen, dass Gemeinschaft weiter möglich bleibt, in der Gesellschaft, in der Kirche, einfach zwischen all denen, die gemeinsam dieses Neuland betreten müssen, ob sie wollen oder nicht. Auch das Volk Israel musste das. Es konnte nicht an der Grenze stehen bleiben, so wie wir nicht an Neujahr. Josua hört in dieser Situation die Zusage Gottes: Der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Aber er hört noch mehr. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose geboten hat. Und betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Eine topografische Landkarte von Palästina mit den Wegen, die sie gehen sollen, haben Josua und seine Leute nicht bekommen, wohl aber eine innere, eine geistige Landkarte, die Weisungen Gottes. Unsere Mütter und Väter im Glauben haben sich daran orientiert, im Neuen und Unsicheren, im Herausfordernden und Schweren. Was ist zu sagen, was ist zu tun, wofür ist einzustehen, wie ist zu leben? Eine solche geistige, innere Landkarte haben wir in den Weisungen Gottes genauso. In den 10 Geboten, in der Bergpredigt Jesu, in den Worten und Taten Jesu, in denen sich Gottes Wege für uns sehen lassen. Sie sind wie ein inneres Koordinatensystem in der Fülle der Stimmen, der Meinungen und Haltungen. Welche Wege nun lassen sich auf dieser Landkarte finden? Wege, wie Jesus sie gegangen ist, auf denen wir weiter aufeinander Acht haben und einander achten, miteinander sprechen und zuhören. Wege, die uns an gemeinsame Tische führen und keinen von vornherein ausschließen. Wege, auf denen wir teilen mit denen, die nicht haben, was sie zum Leben brauchen. Kranke, Einsame und Sterbende nie allein zurücklassen, sondern ihnen zur Seite bleiben. Wege, die weiterführen dort, wo Brücken abgebrochen scheinen, durch Versöhnlichkeit und die Bereitschaft, auch wieder neu miteinander anzufangen. Und auch das, Wege, auf denen wir einander helfen, unsere Lasten, unsere Leiden zu tragen. Denn so werden wir, so sagt es der Apostel Paulus, das Gesetz Christi erfüllen. Landkarten zu lesen ist nun nicht immer leicht. Wenn zwei auf einer Karte nach dem Weg suchen, müssen sie keinesfalls zum selben Ergebnis kommen. Das ist auch mit inneren Landkarten wohl so. Einander zuzugestehen, dass wir auch auf ihr nicht immer dieselben Wege finden, entlastet sehr. Entscheidend ist, dass wir nicht aufhören, uns gemeinsam weiter über die Landkarte zu beugen, gute Wege zu suchen, wenn es sein muss, über sie zu streiten, um dann irgendwann gemeinsam weitergehen zu können. Das Jahr 2022, Terra incognita, unbekanntes Land, unwegbare Zukunft. Aber da ist jemand bei uns, Gott, Jesus Christus, der Emmanuel, der Gott bei uns. Wir können nicht anders als ins neue Jahr gehen. Aber wir können mit dem Vertrauen gehen, dass diese Zukunft sein Land ist, in dem er mit uns ist. Und mit seiner Landkarte für unser Leben, an der wir unsere Schritte ausrichten, unsere Entscheidungen, Worte und Taten. Das beides mag uns trotz und alledem getrost und unverzagt machen. Sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.